Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Online-Seminars Nebelarm Airless Spritzen. Heute geht es um die Thematik Spritztechnik und welche Aspekte der Spritztechnik sich auf die Farbnebelbildung auswirken. Im Wesentlichen gibt es dort zwei Punkte, die Auswirkungen haben auf die Farbnebelbildung in Overspray. Das ist zum einen der Abstand zum Objekt, also in welchem Abstand halte ich die Pistole, die Düse zur bespritzenden Oberfläche, also zur Wand zum Beispiel. Da geht es darum, den richtigen Abstand zu haben, um möglichst wenig Farbnebelbildung zu erzeugen. Der zweite Punkt ist die Führung der Pistole, also in welchem Winkel und wie führe ich die Pistole am Objekt an der Oberfläche entlang. Und in welchem Winkel, und darüber bestimme ich auch, in welchem Winkel die Farbe auf die Oberfläche auftritt. Und auch das hat Konsequenzen für die Farbnebelbildung. Wie sollte der optimale Abstand zwischen der Pistole bzw. der Düse und dem Objekt, also der Wand, sein, damit ich möglichst wenig Farbnebel erzeuge? Der optimale Abstand liegt bei 25 bis 30 cm. In dieser Entfernung, in diesem Abstand, sollte ich die Pistole am Objekt entlang führen. Warum? Wenn ich den Abstand weiter verkürze, habe ich den Effekt, dass sich auch der Spritzwinkel verkürzt, also der Spritzstrahl, der auftritt auf die Wand, kleiner wird und ich damit mehr Material auf eine relativ kleine Fläche bringe. Das bewirkt, dass ich wahrscheinlich zu viel Material habe, das Material verläuft. Zudem ist das Material auch sehr stark beschleunigt, wenn es auf die Wand tritt. Also ich habe hier Effekte einmal in dem Oberflächenbild, in dem Spritzbild, die nicht so sind wie gewünscht. Zum anderen besteht aber auch hier die Gefahr, dass ich eine erhöhte Farbnebelbildung habe. Halte ich die Pistole und die Düse weiter vom Objekt weg, hat das Material also einen längeren Weg. Und auch hier besteht ein längeren Weg von der Düse, vom Düsenaustritt bis zum Objekt. Also besteht auch hier eine größere Gefahr der Farbnebelbildung und unnötig starker Farbnebelbildung. Also der optimale Bereich liegt bei 25 bis 30 cm und in diesem Bereich sollte man die Pistole zum Objekt führen. Der zweite wesentliche Punkt bei der Spritztechnik und damit verbunden der Vermeidung von Farbnebelbildung ist der richtige Winkel, und zwar der Winkel, in dem das Material aufs Objekt auftritt. Man sollte die Pistole möglichst in einem 90-Grad-Winkel führen. Also, wenn jetzt hier vor mir die Wand wäre, dann sollte ich die Pistole möglichst gleichmäßig so an der Wand vorbeiführen. Das heißt also, die Pistole sollte eigentlich direkt auf die Wand zielen. Und während ich die Pistole jetzt einfach mal von der einen Seite zur anderen führe, sollte die Pistole die gleiche Position einnehmen. Das heißt also, es sollte nicht so sein, dass man in der Bewegung einfach die Pistole mitdreht, besonders nach hinten raus, wenn der Arm dann irgendwann zu kurz ist, ist es so, dass viele Anwender dann einfach den Arm öffnen und den Winkel der Pistole zum Objekt, also zur Oberfläche, einfach verändern. Und das führt dazu, dass der Spritzwinkel oder der Aufprallwinkel der Farbe verändert wird und dadurch auch wesentlich mehr Farbnebel entstehen kann. Zudem gibt es auch eine andere Farbverteilung. Das heißt also auch, die Oberflächenstruktur und das Oberflächenbild kann ungleichmäßiger werden. Deshalb wirklich, ich zeige es hier nochmal, die Pistole möglichst gleichmäßig am Objekt vorbeiführen und alles andere über den Arm und das Handgelenk ausgleichen. Das kann man natürlich auch machen, indem man von oben nach unten arbeitet. Auch da sollte die Pistole gleichmäßig geführt werden und das Handgelenk sollte es entsprechend ausgleichen. Man kann natürlich auch mitgehen, in die Knie gehen oder sich auch seitlich bewegen. So hat man die optimale Position und stellt sicher, dass die Farbe in dem optimalen Winkel aufs Objekt auftritt, eben in 90 Grad und dadurch möglichst wenig Farbnebel erzeugt. Es gibt hier auch Möglichkeiten, Lanzen oder zum Beispiel auch Gelenke einzusetzen, um immer den optimalen Winkel zum Objekt einzustellen. Da werden wir aber in einem Folgekapitel noch mal etwas mehr dazu sagen. Neben den beiden genannten Punkten, also dem richtigen Abstand zwischen Pistole und der Wand und auch dem richtigen Führen der Pistole, also dem richtigen Winkel des Spritzstrahls zum Objekt, gibt es auch noch andere Aspekte, die für die Spritztechnik wichtig sind, die aber weniger Bedeutung für die Farbnebelbildung haben. Deshalb haben wir noch ein separates Video für euch erstellt, wo es um alle Aspekte der Spritztechnik geht, die sich auch zum Beispiel auf die Oberflächenstruktur und das Spritzbild beziehen, aber weniger Einfluss auf die Farbnebelbildung haben.
Das Video findet ihr hier. Ich denke, ihr habt einen ersten Überblick zum Thema Spritztechnik und den Möglichkeiten zur Reduzierung von Farbnebel erhalten. Im nächsten Video und dritten Teil geht es um die Möglichkeiten der Druckeinstellung und wie sich diese auf die Farbnebelbildung auswirken. Schaut wieder rein. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns eine Mail oder ruft durch. Bis bald.